Diejenigen, die mir bei Insta folgen, haben diesen Kasten bereits gesehen, den ich mir vor einiger Zeit gekauft habe. Und zwar ist das ein süßer kleiner Aquarell-Leerkasten. Und ich finde, es wird endlich Zeit, diesen zu füllen. Und ich kann sagen, das macht einfach unfassbar viel Spaß, sich die Kästen auch mal selbst zusammenzustellen. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, ihn mit 12 halben Näpfchen zu füllen. Alternativ hätte man ihn auch mit 6 ganzen Näpfchen füllen können. Als erstes packe ich die Leernäpfchen in den Kasten, um diese dann gleich mit der Tubenfarbe zu befüllen. Natürlich könnte man hier zum Beispiel auch Näpfchen kaufen, die bereits gefüllt sind. Ich mache das aber gerne mit Tubenfarbe. Und übrigens könnt ihr auch eure Näpfchen mit Tubenfarbe auffüllen. Ja, zumindest bei Schminke ist da die gleiche Rezeptur drin, also im Näpfchen, als auch in der Tube. Und ihr müsst euch also nur merken, in welchen Näpfchen welche Farbe ist, damit ihr es mit der richtigen Farbe wieder auffüllen könnt. In diesem Kasten wollte ich auf jeden Fall jeweils eine warme und eine kalte Farbe von den Grundfarben einfügen, also jeweils ein warmes und kaltes Rot, Gelb und Blau. Denn ich habe nur Platz für, wie gesagt, 12 Farben und ich möchte schon mal eine gute Basis haben, womit ich mir recht viele Farben ermischen kann. Und für diese 6 Farben habe ich das Essential Set verwendet, da dies alles Einpigmenttöne sind, welche sich gut zum Mischen brillanter Farbtöne eignen. Also brauche ich mir, um diese 6 Farben erstmal keine Gedanken mehr zu machen. Bleiben noch 6 Näpfchen übrig und die wollte ich mit Farben füllen, die ich gut finde und die mich inspirieren. Für die Farbwahl habe ich mir meine Dotcards zur Hilfe genommen, denn ich finde es hilfreich, einfach die Farben auch nochmal aufgemalt zu sehen. Und in diesem Kasten sollte auf jeden Fall auch wenigstens eine super granulierende Farbe hineinkommen. Deshalb habe ich auch nochmal einen Blick auf meine Dotcard mit den super granulierenden Farben geworfen und habe mich dann relativ schnell für diese 6 Farben, die ihr hier jetzt seht, entschieden. Aber kleiner Spoiler an dieser Stelle, ich habe bereits 2 Farben ausgetauscht, nämlich das Waldblau und das Galaxy Rosa. Das war mir irgendwie zu ähnlich zu dem Manganviolett und dem Kobalttürkis, als wären das sozusagen nur gedecktere, entsättigtere Varianten von den beiden Farben. Welche dafür nun im Kasten sind, das seht ihr gleich, wenn wir die Farben zusammen aufmalen und damit mischen. Erstmal muss aber die Farbe in den Näpfchen jetzt ein wenig trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun werde ich die Farben, die sich in diesem schicken Kasten befinden, aufmalen und auch damit mischen, denn ich finde das immer super interessant, was man sich so alles ermischen kann. Kleiner Spoiler, ich war damit schon ein paar Mal draußen jetzt, habe bereits auch 2 Farben nochmal ausgetauscht. Manche Sachen bemerkt man eben erst, wenn man irgendwie damit arbeitet, dass etwas fehlt oder irgendwie etwas sehr ähnlich ist. Nun bin ich aber sehr mit meiner Auswahl zufrieden. Also möchte ich euch die gerne mal zeigen und wie gesagt auch zeigen, was für schöne Mischungen man damit alles so anstellen kann. Und seht ihr das hier schon allein? Das ist so ein kleines Kunstwerk an sich. Ich mache das auch eigentlich nie wirklich sauber hier oben, weil wenn man jetzt alles zusammenmixt, aber ein schönes Grau oder ein schönes Braun. Nur wenn ich jetzt ein strahlendes Grün zum Beispiel brauche oder ein strahlendes Orange, dann würde ich mir eine Ecke sauber machen, um dort dann ordentlich mischen zu können. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Also ich habe den, wie ihr gesehen habt, ja als Leerkasten gekauft und mir selber gefüllt. Den Leerkasten gibt es bei Gustavsson und den gibt es auch schon als gefüllte Variante, beziehungsweise die obere und untere Reihe sind dann gefüllt, in Zusammenarbeit mit einer anderen Künstlerin. Und die mittlere könnt ihr euch dann noch selber füllen. Und die Links packe ich euch zum Shop einfach mal unten in die Videobeschreibung, wenn euch dieser kleine, schicke Kasten auch interessiert. So, aber ich denke, genug geredet. Wir malen jetzt die Farben auf, mischen ein wenig und schauen, was wir alles damit Tolles machen können.
So, ich habe da mal ganz schnell was vorbereitet mit wasserfester Tinte, denn ich möchte gleich ja drüber malen. Dann wäre das schon schön, wenn das nicht verwischt und ich das danach noch lesen kann. Und zwar habe ich einmal den Farbnamen, die Farbnummer, das Pigment und die Deckfähigkeit von den Farben aufgeschrieben, die sich halt in meinem kleinen Kasten befinden. Wie erwähnt, oben der Farbname, darunter die Farbnummer, das hier sind übrigens Schminke-Horadamm-Farben. Daneben das Viereck gibt an, wie deckfähig die Farben sind. Dabei heißt eine Umrandung halt, dass es ein lasierender Farbton ist. Dieses Viereck mit einem Strich durch heißt, dass es ein halblasierender Farbton ist. Das halbgefüllte Viereck heißt, dass es ein halbdeckender Farbton ist. Und ein gefülltes Viereck heißt, dass es ein deckender Farbton ist. Darunter findet ihr die Pigmentangaben. Und ich achte auch sehr gut darauf, dass ich, wenn möglich, so viele Einpigmenttöne in meinem Kasten habe wie möglich, gerade wenn ich nur so wenig Platz zur Verfügung habe. Denn mit Einpigmenttönen kann man brillantere Mischungen erzielen, denn je mehr Pigmente man miteinander mischt, desto unbrillanter, ich sag immer dreckiger, werden die Farben. Und wenn man natürlich einen Einpigmentton schon mal als Ausgang hat, hat man da schon mal eine sehr gute Basis. Also in der oberen Zeile seht ihr sozusagen meine nützlichen Farben, die Grundfarben in warm und kalt. Und in der zweiten Zeile seht ihr Farben, die mich inspirieren, die ich schön finde, meine Lieblingsfarben und so weiter. Und hier seht ihr auch nämlich zwei Farben, die mehr Pigmente haben. Einmal das Pelzgrau-Bläulich, das finde ich einfach so schön. Und da ist mir das dann auch wirklich egal, dass das zwei Pigmente hat. Und das Auenblau, das gehört zu den supergranulierten Farben von Schminke. Und das hat drei Pigmente, sieht aber sehr schön aus, ist eine sehr schön inspirierende Farbe. Und deswegen ist das auch im Kasten drin. Und übrigens habe ich noch einen zweiten Kasten davon schon mal gezeigt, falls ihr das Video noch nicht geschaut habt. Ich lasse es euch oben rechts mal einblenden, also schaut da gerne vorbei. Ich werde jetzt gleich von rechts nach links die Farben aufmalen. Denn ich bin, wie ihr wisst, Linkshänder und dann muss ich halt nicht warten oder laufe Gefahr, da über die Farben rüber zu wischen. Fangen wir mit dem Eisenoxidschwarz an. Das ist ein sehr schöner, granulierender Farbton. Damit kann man sich auch tolle granulierende Farben ermischen. Besonders wenn man jetzt zum Beispiel Steine malt oder Häuserfassaden, finde ich das sehr cool. Dann haben wir das Ultramarin Feinst, mein warmes Blau. Und damit kann man auch super schöne Violetttöne zum Beispiel ermischen. Und ist eigentlich so mit meinem Standardton, wenn es um den warmen Grundton geht. Die granulierende Variante, das französische Ultramarin, ist übrigens auch eine sehr, 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 sehr schöne Farbe. Aber wie erwähnt, ich habe begrenzt Platz und da muss man schon ein bisschen aussortieren. Das Payne's Grau Bläulich, wie gesagt, der zwei Pigment Ton, aber ich finde ihn einfach so, so schön. Dass ich nicht ohne ihn sein möchte. Das Heliocyllin, mein kühler Blauton. Hier seht ihr schon mal einen sehr großen Unterschied. Und zwar auf dem Farbkreis wäre jetzt das Heliocyllin eher Richtung Grün sozusagen schon und das Ultramarin würde man schon eher fast Richtung Rot oder Violett ansiedeln. Dann das Auenblau, wie erwähnt, die eine super granulierende Farbe. Und wenn ihr mit super granulierenden Farben arbeitet, empfiehlt es sich immer so ein bisschen raueres Papier zu verwenden, also wenigstens so Cold-Pressed-Struktur.
und gebe den auch ein bisschen Raum und ein bisschen mehr Wasser. Denn dann granulieren die sehr, sehr schön, wie ihr gleich sehen werdet. Geranienrot, das ist auch so meine Standardfarbe. Sozusagen, wenn es sich um den warmen Rotton handelt. Lasur Sienna. Auch eine meiner Lieblingsfarben, wenn es um Brauntöne geht. Magenta, mein kühlerer Rotton. Und hier seht ihr schon, wie die Farben sich so separieren und wie sich so was Grünes absetzt. Ach, wunderschön. Nun kommt noch was Wunderschönes, nämlich das Manganviolett. Das ist auch mein Lieblingsviolett von den Schminkefarben. Weil das nämlich auch ein schön granulierender Farbton ist, was sich in Mischung auch super macht. Dann mein warmer Gelbton, den Chromgelbton dunkel. Wie ihr seht, geht der schon fast Richtung Orange. Kobaltgrün Türkis, auch wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Farbe. Und schon allein, wenn ich diese Dreierreihe hier so sehe oder auch mit dem Paints Graubläulich, wundervoll. Finde ich eine super schöne Kombination. Und allgemein finde ich, dadurch, dass man die Farben aufmalt, lernt man nochmal so viel auch über das Verhalten der Farben, also wie sie sich mit Wasser zusammen verhalten, ob sie sehr schnell auseinanderfließen oder auch relativ schnell trocknen. Das Kobaltgrün-Türkis finde ich zum Beispiel immer so eine Farbe, die trocknet schon sehr schnell an. Dann Zitronengelb, das ist eigentlich gar nicht meine Farbe. Aber gerade, wie gesagt, wenn ich wenig Platz in der Palette habe, sehr cool zu mischen, besonders wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch mal ein ganz knalliges Grün mischen möchte, ist das sehr gut dafür. Und die oberen Farben habe ich ja alle aus dem Essential Set genommen, wie ihr gesehen habt. Also wenn ihr euch eine Palette zusammenstellen wollt, könnte das sozusagen auch so eine Grundlage sein, die ihr verwendet, um erstmal die Grundfarben abgedeckt zu haben, und dann müsst ihr euch nur noch um den Rest kümmern, die Farben, die euch inspirieren und die ihr gut findet, die fügt ihr dann einfach da hinzu und schon habt ihr eine Palette, die auf jeden Fall nützlich ist, womit ihr viel ermischen könnt und die euch gleichzeitig inspiriert. Und schaut euch mal schon mal die schöne Farbwahl an. Also diese drei oder diese, sehr, sehr schön. So, nun fangen wir an mit dem Mischen. Ein sehr interessanter Part. Ich könnte das echt stundenlang machen, weil es einfach super viel Spaß macht. Mischen wir doch gleich mal das Eisenoxid Schwarz mit dem Kobaltgrün Türkis. Das gibt auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, wie das auftrocknen wird. Dann nehmen wir mal unser Chromgelbton Dunkel. Das mische ich auch nochmal mit den Kobaltgrün-Türkis. Vielleicht ein bisschen mehr.
Da kommt ein sehr schönes Grün bei rum. Wie ihr seht, habe ich ja sonst eher kein Grün bei mir drin, weil ich einfach so viele Möglichkeiten habe, Grüntöne zu ermischen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, kein Grün mit aufzunehmen. Denn wenn ich jetzt das Ultramarin zum Beispiel nehme und mit Zitronengelb vermische, dann bekomme ich auch ein sehr schönes, sattes Grün. Und ihr seht schon, hier habe ich zum Beispiel schon mal zwei unterschiedliche Farbtöne. Jetzt kann ich aber auch nochmal das Ultramarin nehmen, denn ich habe ja noch einen zweiten warmen Farbton, was Gelb betrifft, nämlich wieder den Chromgelbton dunkel. Und ihr seht, schon erhalte ich so eine Art Olivgrün. Und das gleiche kann ich zum Beispiel auch nochmal mit den Heliocyanin machen und mische da den warmen Gelbton dazu und dann habe ich noch ein anderes Grün. Also ihr seht, ich habe wirklich viele Möglichkeiten, mir Grüntöne zu ermischen. Auch mit den Kobaltgrün, Türkis und den Zitronengelb zum Beispiel habe ich auch noch mal eine super tolle Möglichkeit, mir ein Grün zu ermischen. Aber ich kann mir auch ein super schönes Orange ermischen, indem ich nochmal den Chromgelbton dunkel nehme und das Geranienrot. Und schon habe ich ein schönes, kräftiges Orange. Ich glaube, wir machen noch mal ein paar mit dem Eisenoxidschwarz, weil ich finde, das gibt einfach einen super, super genialen Effekt. Und zwar nehme ich noch einen Grün, kann ich mir ermischen, indem ich das Eisenoxidschwarz, nämlich mit dem Zitronengelb zum Beispiel, mische. Und ihr seht, auch so erhalte ich ein schönes Olivgrün und gleich werden sich da die schwarzen Pigmente nämlich noch absetzen. Das wird ganz cool aussehen. Das sieht man dann, wenn es anfängt zu trocknen. Und hier sieht man das schon ein bisschen. Und dann mache ich doch noch einen gleich daneben mit dem Eisenoxidschwarz und dann nehme ich mal Magenta. Dadurch habe ich dann nämlich sozusagen auch gleichzeitig irgendwie ein Violett. Und da setzen sich dann nachher auch die schwarzen Pigmente von dem Eisenoxid schwarz ab. Und wie gesagt, damit kann man wirklich tolle Effekte erzielen. Und deswegen weiß ich mittlerweile diese Farbe sehr zu schätzen. Eine weitere coole Mischung ist auch zum Beispiel das Manganviolett. Zusammen mit dem Kobaltgrün-Türkis. Das gibt so ein Grau-Blau, würde ich es nennen. Also wirklich auch ein sehr schöner Farbton. Ich hoffe auch, das kommt so auf der Kamera rüber, wie cool das aussieht. Natürlich kann ich mir auch ein Türkis ermischen, indem ich zum Beispiel von dem kühlen Blau was nehmen und da ein ganz kleines bisschen Zitronengelb zumische. Vielleicht ein bisschen mehr noch. Und schon habe ich ein schönes Türkis, was ich mir zum Beispiel auch mit Sienna dann noch weiter mischen kann, um das so ein bisschen zu entsättigen. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ach, wundervoll. Wie gesagt, das ist einmal so entspannt und man lernt so viel dabei und es macht einfach richtig, richtig viel Spaß. Dann ist es natürlich noch wichtig, dass man sich so eine Art Grau ermischen kann. Das geht auf jeden Fall
immer recht gut, indem man Ultramarin nimmt und Sienna. Und dann, je nachdem, ob man jetzt mehr Blau nimmt oder mehr Braun, ist der Grauton halt ein bisschen wärmer oder ein bisschen kühler. Aber so kann man sich ganz einfach Grautöne ermischen. Allgemein, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch ein Grün habt, mische mir jetzt mal ein Grün zusammen, kann man das zum Beispiel super mit Violett entsättigen. Ihr seht schon, dass sofort passiert hier was. Und wenn man jetzt das Manganviolett nutzt, hat man zusätzlich den Effekt, dass sich diese violetten Pigmente unten absetzen und dass man dadurch so einen schönen, interessanten Effekt erhält. Allgemein, wenn ihr so Komplementärfarben zusammenmischt, damit könnt ihr die Farben immer recht gut entsättigen. Heißt also, mit einem Blau könnt ihr zum Beispiel ein Orange entsättigen, mit einem Grün ein Rot und andersrum. Und könnt euch so eure eigenen Grautöne sozusagen erstellen. So, wir haben hier noch ein wenig Platz, also Zeit, um noch ein bisschen mehr auszuprobieren. Und zwar machen wir hier auf dieser Ecke mal so ein bisschen diese Eisenoxid-Schwarz-Geschichte, weil ich die einfach klasse finde. Und jetzt nehmen wir das mal mit dem Sienna. Ihr seht, dadurch kann ich mir auch ein ganz anderes Braun zum Beispiel ermischen, das dann auch später wieder granuliert. Und eine Eisenoxid-Schwarzmischung machen wir noch. Und das machen wir mal mit dem Heliocyanin. Sie gibt auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Blauton. Wow. Richtig, richtig schön. Nehmen wir mal das Auenblau. Wie gesagt, immer da auch schon mit ein bisschen Wasser arbeiten, auch dass die Pigmente sich so ein bisschen bewegen können. Also das wirkt allein ja schon mal ganz cool, also ohne, dass man da irgendwas zutut. Und jetzt nehmen wir mal das Zitronengelb dazu. Und ihr seht, auch hiermit kann ich mir ein sehr schönes Grün ermischen. Und das hier, also da wird man später auch so granulierende Effekte drin haben. Dann, wenn wir jetzt zum Beispiel das Sienna nehmen und wir möchten jetzt kein, oder ich möchte jetzt kein rötliches Braun haben, sondern ein bisschen bräunlicher, dann nehme ich einfach ein bisschen von dem Painsgrau bläulich, gebe das dazu und dann habe ich schon einen ähnlichen Farbton, wie ich sage, würde sagen, so Umbra gebrannt. Je nachdem, wie viel Painsgrau bläulich man da wieder zu gibt. Wenn man da jetzt das oder den Chromgelbton dunkel mit einbringt, kann man das wieder so ein bisschen aufhellen. Und ihr seht schon, wie cool das hier hinten aussieht, hier diese Ecke. Also wirklich richtig schöne Farbe. Jetzt ermischen wir uns dann noch mal ein Lila mit dem Magenta. Und dem Ultramarin Feinst. Allgemein die Mischung aus kaltem Rot und warmem Blau nehme ich immer sehr gerne, wenn ich mir ein Violett ermischen möchte. Und auch hier fügen wir einfach mal an einer Stelle wieder
das Eisenoxid Schwarz dazu, sehen wir auch gleich, wie die Mischung aussieht. So, ich denke, zwei Mischungen können wir noch machen. Und dann mache ich dann noch mal ein etwas mit dem Auenblau. Wie gesagt, das ist an sich halt auch einfach schon eine geniale Farbe. Dann nehme ich noch ein bisschen Heliocyanin dazu. Und dann habe ich auch wieder ein schönes Türkis. Und auch da hört man gleich wieder so ein bisschen Granulierung sehen. Und was ich gerne noch mache, wenn ich zum Beispiel Strand oder so male, dann nehme ich auch gerne war ein bisschen viel so eine Mischung, also so ein bisschen Umbra Natur mäßig und das ist ja jetzt so ein bisschen gelb orangelich und das kann ich jetzt zum Beispiel auch gut mit dem Mangan Violett so ein bisschen entsättigen. Nehme ich noch ein bisschen Farbe runter, weil das ein bisschen viel war. Und dadurch habe ich dann nicht nur einen schönen individuellen Farbton, sondern das Mangan-Violett wird auch gleich wieder granulieren. Und wenn man Strand malt, hat man dann zum Beispiel gleich so ein bisschen Struktur da drin. Und jetzt lasse ich das komplette Mal trocknen und dann sehen wir uns die ganzen Farbswatches nochmal an und ja, ich denke, das muss jetzt erstmal vor sich hin trocknen. Die Farben sind nun endlich getrocknet, auch die Mischungen, beziehungsweise hier haben wir noch eine kleine feuchte Stelle. Trotzdem möchte ich euch ein paar davon mal von Namen zeigen, weil die einfach richtig, richtig cool sind. Hier, schaut euch mal die mit dem Eisenoxid Schwarz an, wie cool das aussieht. Und auch hier mit dem Auenblau, diese türkise Mischung, wo sich das Grüne abgesetzt hat. Oder auch hier, ich hoffe, man erkennt es, dass sich so ein bisschen lila abgesetzt hat. Hier auch wieder das Mangan-Violett. Das Orange, wie kräftig das ist. Und während das hier getrocknet ist, ist mir noch eine coole Mischung eingefallen. Und zwar das Auenblau mit dem Magenta und den Mangan-Violett zu mischen. Und hier habe ich das Auenblau eingebracht, deswegen seht ihr hier auch, dass es so ein bisschen grün granuliert ist. Und wenn man das Magenta mit dem Auenblau mischt, kommt auch so ein entsättigtes Violett heraus. Hier oben habe ich noch Mangan-Violett eingebracht. Also auch das ist eine sehr coole Mischung. Auf jeden Fall bin ich mit der Palette wirklich sehr happy und ich freue mich auf neue Abenteuer, die ich damit erleben kann. Wer weiß, was ich damit noch alles malen werde und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Wie gesagt, alle Materialien, die ich verwendet habe, findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch noch einen schönen kreativen Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr wisst, wie ihr mich kostenlos unterstützen könnt dann, nämlich mit einem Daumen nach oben für dieses Video. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Bleibt kreativ. Bis dann.